Ihr kennt es wahrscheinlich genauso gut wie ich. Es ist komplett am Regnen, Deutschlandwetter halt und man kann 0,0 Skateparks fahren. Aber ich habe Glück, der Skatepark ist überdacht und diese ganze Seite hier ist alles komplett trocken. Also herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Checkt natürlich gerne den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Ihr wisst ja, wie es läuft für Online-Kurse, für Merchandise. Ihr wisst ja, was ich damit meine. Aber ich habe meinen Roller hier. Wir haben hier voll geile Sachen, die man eigentlich fahren kann. Ja gut, also das Downrail kann ich vergessen, weil das nass ist und man hält komplett eine Pfütze rein. Aber da haben wir ein Rail, da haben wir eine Curb, hier haben wir eine Bank und ja, was auch immer das sein soll. So eine selbstgemachte Quarter oder Curb-Ding, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Brauchen wir aber nicht. Deswegen kommt ihr auf meinen Kopf und wir gucken einfach mal, was man hier so im Regen machen kann. Auch wenn es halt regnet, kann man trotzdem fahren, wenn man keine Skatehalle hat. Zumindest jetzt hier in diesem Skatepark. Tatsächlich vermisse ich das hier am meisten, dass hier einfach so eine Flatrail war. Die war so geil. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da konnte man so geile Dinger machen. Aber gut, da kommen wir jetzt nicht drum rum. Ich würde sagen, wir hitten erstmal das Rail. Hoffentlich rutscht das. Es rutscht ein bisschen. Also das kann man fahren. Man kann hier... Oh ja, das rutscht sehr gut. Die Curb kann man fahren. Und ja, ab hier ist Schluss. Leider. Das ist so der, finde ich, der beste Bereich, den man hier fahren kann einfach. Weil guckt euch einfach mal diesen Bereich an, wie geil der ist. Diese Curb, die runtergeht, man kann einfach eine Bank rauskicken. Also es ist einfach wirklich, wirklich, richtig schön. Das Rail, das habe ich auch schon komplett auseinandergenommen. Aber es ist nass. Und hier ist auch alles bis hierhin komplett nass. Und vor allem die Anfahrt, ne? Man sieht's ja. Aber gut, wir wollen uns nicht beschweren. Es regnet komplett hier in Deutschland. Und deswegen kann man hier, oh, Eispick, oh, hier nochmal ein bisschen rumfahren. Das ist ganz cool. Banktricks kann man machen, Drop-In-Tricks kann man machen. Ich meine jetzt mal ehrlich, das Bessere würde mir jetzt gerade nicht einfallen. Wenn ihr aber jetzt irgendwie einen anderen Skatepark habt, wo ihr sagt, yo, der ist besser, der ist überdacht, da kann man immer fahren, egal ob es regnet oder nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wo der ist. Vielleicht sollte ich den mal besuchen, wenn es ein wirklich schlimmer Tag ist, so mit Regen. So, jetzt aber nochmal Board Heel vielleicht. Oh mein Gott, nee, das rutscht wirklich nicht. Überhaupt 0,0. So. Aber das rutscht, das ist super. So, wie wär's mal? Wir fahren uns, wie gesagt, gerade ja ein bisschen ein. Wie wär's mal? Wir machen mal einen Fingerhoch aus der Bank. Ich würde sagen, ja, Fingerhoch aus der Bank ist ganz gut, oder? Geh mal gegen, batz. Jetzt Fingerhoch. Ja, passt. Boah, ich bin wirklich richtig, richtig nicht eingefahren. Es ist noch relativ früh am Morgen. Ich bin irgendwie immer morgens im Skatepark, ich weiß nicht. Mich catcht das immer, wenn der Skatepark komplett leer ist. Ich mag das. Board Barspin. Der ging gut. Smith Whip. Oder auch nicht, nur ein Smith. Ja, leider bis hier die Grenze. Aber gut, das Coole an dem Skatepark ist auch tatsächlich, dass man abends fahren kann, wenn es dunkel ist. Dann hat man hier, wie man sehen kann, überall diese Lampen. Und man kann einfach komplett shredden im Dunkeln. Ich weiß nicht, bis wann, sage ich mal, diese Lampen aktiv sind, aber das ist komplett nice. Also so ein Skatepark findet man nicht jeden Tag. Mal gucken, was man hier noch machen kann. Ja, das ging auch. Also es rutscht gut, ne? Keine Frage. So, Dreierbar erstmal aus der Bank. Aber erstmal Board, Drop in. Ja, und jetzt Dreierbar, komm. Ja. Der ging super. Alter, es ist so feucht, diese Luft hier, dass meine Griffe einfach schon komplett am Rutschen sind. Naja, gut. Was könnten wir mal machen? Ich habe eine Idee. Oh mein Gott, aber nee. Oh, schade. Ich hätte halt gesagt, Lenker natürlich umdrehen für Hangfives. Fußstellung ändern, auch ganz eklig. Wir machen mal Hangfive. Bis hinten hin. Aber wo willst du danach hin? Ich kann ja nur eine Kurve machen. Ich glaube, hier geht's bergab. Oh mein Gott. Das ist sehr gut gerade. Oh mein Gott. Nein. Oh, verdammt. Bitte was? Das müssen wir gleich nochmal machen. Ich hab's noch nie hinbekommen oder noch nie versucht, eine Kurve zu machen, dann wieder zurück. Ey, das wäre komplett ein krasser Clip. Das wäre krass. Also, kein Hangfive ist relativ in Ordnung, würde ich sagen. Wenn ihr es besser könnt, dann markiert mich mal einfach mal in irgendeinem Post. Auf Insta, TikTok, wo auch immer. Aber ich finde, hier kann man es richtig gut machen. Aber wie habe ich die Kurve gerade so perfekt hinbekommen? Oh, fast nach vorne gefallen. Jetzt mal ehrlich, das war so, als würde ich normal. Kannst du nochmal fahren? Wir versuchen es einfach mal auf dem Rückweg die ganze Zeit. Aber was kann man jetzt noch machen? Triple Whip hier raus? So sketchy. Aber war. Aber der war. Das nervt mich echt hier richtig an Deutschland, ne? Dieses Wetter ist so grauenhaft. Man kann es einfach wirklich nicht in Worte fassen, wie schlimm es einfach ist. Man merkt richtig, Sommer ist vorbei, der niemals da war. Nice. Ja, es ist echt nicht geil. Wirklich nicht, kann ich nicht verstehen. Aber kann man hier vielleicht 180s machen? Guck mal, wenn ich jetzt 180 Bar rausmache oder Whip Bar. Fakey hier rum und dann wieder rein. Das geht ja auch so ein bisschen runter. Das kann ich mir das gut vorstellen, dass es klappt. Ich meine, der Hangfive, guck mal, das sieht null aus, als wäre es so angeschrägt, aber es geht nach oben ein bisschen. Aber beim Hangfive merkt man das richtig dolle. Deswegen, warum sollte es nicht da klappen, oder? So, mal 180 Bar, erstmal um zu gucken, ob das geht. Natürlich kriege ich nicht mal einen Fakey hin, alles klar. Das Rail ist wirklich nicht schön gerade. Ich wünsche, ich habe auch meinen Wachs vergessen, ich bin so dumm. Aber gut, Batz hat's gemacht und jetzt mache ich den mal. Und ja, oh, das funktioniert, 100 Pro. Damit müssen wir noch länger versuchen. Einmal diese Säulen da hinten, seht ihr die? Die können wir mal gerne mal versuchen, rum Fakey zu fahren. Weil ich sehe mich doch jetzt schon komplett mit dem Rücken gegenklatschen. Aber ich kann nur um eine Säule tatsächlich. Und das ist wirklich so. Ich hab's ja nicht mal mit 80 Grad gemacht. Ich klatsch komplett gegen diese Säule mit meinem Rücken. Oh mein Gott, war das knapp. Da haben wir den Board hier. Jetzt aber nochmal schöner Nosebong und dann batz, gegen, fast gepackt, perfekt. Oh, oh. Ja, jetzt nicht in die Pfützen fahren. Das ist natürlich auch nochmal eine Challenge.
Und dann hier geht es wieder hoch. Seht ihr das, wie es hier runter geht? Nein, nicht in die Pfütze und ja, der ging. Ha, geil. Das ist doch super, wenn das mal funktioniert. Es ist so nice. Ich weiß nicht, ob ihr das genauso findet wie ich. Wenn man einfach in einem Skatepark ist, komplett für sich alleine. Es ist einfach so entspannt, weil ja, man kann halt fahren, wie man will. Man kann halt machen, was man will. Klar, wenn jetzt irgendwie andere Leute da sind, 3, 4 Leute, das juckt ja auch nicht. Aber es ist halt einfach entspannt. Ich finde es halt wirklich richtig wild. Okay, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Rose holen. Whipper. Oh, Whipper. Was? Das war ja das Spontanste, was ich je gemacht habe. Der spontanste Whipbar in meinem ganzen Leben, glaube ich. Dieser Hang 5, der lässt mich nicht zur Ruhe. Wir versuchen einfach nochmal. Und das ist echt witzig, dass ich einfach meine Hang 5s und Nose Manuals einfach mit der falschen, oh mein Gott, falsche Fußstellung mache. Ne? Vielleicht sollte ich früher den Knick machen, so hier. Ne? Das ist schon übertrieben bis da ganz hinten hin. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich muss dafür sehr schräg anfahren, damit ich halt den Bogen bekomme. Vielleicht kriege ich sogar hier hin. Das Try sogar, oha. Das war nicht schlecht. Nee, aber das Ding ist checkt. Oh, hier sind auch so Kanten. Alter, woher kommt die geile Kurve? Hä? Okay. Okay. Okay, komm. Ja. Digga, was? Holy. Meine Hang 5 sind wieder da. Das ist mal eine Zeit, wo ich die richtig gut konnte. So, damit ihr mal checkt, was für ein Hang 5 ich gerade gemacht habe. Die Bank ist wirklich relativ schmal. Ich habe bis von hier lang, zack, 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 eine komplett steile Kurve gemacht. Und dann wieder rein. Digga. Holy, jetzt mal ohne Spaß. Da bin ich wirklich sehr überrascht, dass der so easy ging. Bart muss noch mal raus, sehr nice. Oh, ich bin jetzt so durchgeschwitzt jetzt schon. Aber es ist auch ein komisches Wetter. Es ist irgendwie nicht kalt, aber es ist halt regnerisch. Es ist nass. Ah, verdammt, ey. Warum kann es nicht einfach die ganze Zeit gutes Wetter sein? 25 Grad, komplett blauer Himmel. Ist einfach nicer, bin ich euch ehrlich, oder? Vielleicht sollte ich echt mal irgendwie im Winter irgendwo hinfahren, damit ich für euch wenigstens, damit ihr den Vibe habt, irgendwo in den Skatepark im Sommer fahren kann, wo es halt warm ist. Vielleicht habt ihr eine Idee, wohin ich fahren soll oder fliegen soll. Schreibt in die Kommentare, wo es gutes Wetter ist. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Wetter. Ich bin euch wirklich ehrlich. Aber gut, das hält uns jetzt nicht ab, irgendwie hier weiterzufahren, weil ich habe trotzdem noch Bock. Viel bisschen mit Whip an der Curve. Vielleicht könnte man da noch was Cooles rausmachen. Ey, ich war so doll im Smith, dass ich fast einfach mit meinem kompletten Deck so war. Fast so, original. Aber gut, das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Aber dafür rutscht es nicht so gut. So einen ganzen Boss halt durch. Erstmal den viel bisschen Whip, dann vielleicht nochmal ein paar Kombos raus. Dann gucken wir einfach mal, ob sowas halt wirklich funktioniert. Von der Seite diesmal. Junge, Junge, Junge. Das war wirklich ein knappes Ding und sehr gruselig sogar auch. Ja, der ist ja easy. Perfekt. Hier, Höhe. Das ist eklig. Aber auch nicht unmöglich. Deswegen ging der. Fun Fact. Kollege von mir hat sich hier damals ein Knöchel gebrochen an dem Ding. Deswegen, ja, mein Knöchel zieht gerade auch ein bisschen. Das ist irgendwie kein wirklich gutes Zeichen, auch dass meine Roller jetzt gerade runtergefallen ist. Aber egal. Deswegen, da haben wir auch ein paar Tricks dran gemacht. Das ist doch gut. Board Lipslide an dem Rail. Das Ding ist halt, es rutscht halt wirklich 0,0, ne? Wir müssen halt mal gucken. Oh mein Gott, hört man das? ASMR. Jetzt, oh, check, wie ich stehen geblieben bin. Ja, jetzt hört es doch schon mal besser an. Ja, nicht in den Noseband, aber wenn wir das jetzt so machen und dann einfach versuchen, Boardside Slipside zu machen, das ist schon schwer für mich, aber das sollte eigentlich funktionieren. Das ist halt ein normales Rail, so ein bisschen hoch, aber erstmal Board gucken, ob es jetzt besser rutscht oder nicht. Absolut nicht. Ich habe so Angst beim Lipside, einfach hängen zu bleiben und auf dem Rücken zu klatschen. Ne? Auch allein schon diese Section würde ich so gerne mal auseinandernehmen. Wir haben auch hier so ein London Gap. Oder Trettenset, wie auch immer man es das nennen kann. Falls ihr es nicht gesehen habt auf meinem Zweikanal, ne? Da habe ich einfach bei Sendit, das einfach euch mal an, ist natürlich auch unten verlinkt. Da mache ich nämlich auch regelmäßig Videos aus meiner Perspektive, so wie hier jetzt. Habe ich mich mies gemault, ein Trettenset runter. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich mich maul, aus meiner Perspektive, schaut es euch unbedingt an. Und zwar war das nämlich auch ein Trettenset. Aber gut, Boardside Lip, oh, ich werde glaube ich sterben. Gucken, ob es überhaupt geht. Weil ich komme nie in diesen Lipside rein. Vor allem aus einer Bank nicht. Ich habe das schon mal versucht bei so einem Rail da hinten. Das ist sau schwer für mich. Sau schwer. Weil dieses Rail sieht immer auf Video immer so klein aus. Aber es geht mir auf jeden Fall übers Knie. Da hat man eine Bank vor, aber ich will es trotzdem versuchen. Komm schon. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das Rail liebt mich nicht und ich liebe das Rail auch nicht. Ah, Junge, Junge, Junge. Das sind zwar nur drei Parts, oder? Ja, doch, drei Parts, die man wirklich auseinandernehmen kann im Regen, aber ich will mich nicht beschweren. Ich will mich wirklich nicht beschweren. Front Ice Pick Drop. Das hier ist ein bisschen echt schade, dass der Platz hier einfach nicht genutzt wird. Tatsächlich kommen hier ab und zu, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, so ein paar Leute hin, die hier dann ab und zu abends komplett einen Turn-Up machen, hier saufen und so. Ja, dafür wurde der halt übelst gut genutzt. Aber hier könnte man so viel noch machen, ne? Ich dann halt wirklich ein richtig geiles Flatrail, richtig lang, es war so ein DIY-Ding. Habe ich tatsächlich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ist einfach weg. Dann stand hier noch eine Quarter, da war eine Quarter. Das war echt cool, aber jetzt haben sie es einfach weggemacht. Kann es euch nicht sagen, warum. So, letzter Try jetzt nochmal von diesem Board Lip. Sonst reicht's mir. Ich wollte rüberspringen, aber mein Kopf sagt, nein, du packst dich gleich komplett.
weil es nicht rutscht. Ja, Leute, was soll ich sagen? Aber trotzdem, ich will mich nicht beschweren. Ich habe trotzdem eine coole Session hier gehabt. Und ich finde, auch wenn es regnet, kann man trotzdem fahren. Auch wenn man übelst Motivation hat. Ich hatte heute auch so Bock zu fahren einfach. Und es ging halt nicht wegen dem Regen. Aber dieser Skatepark hat es doch ein bisschen ermöglicht. Auch wenn es jetzt keine Parktricks sind, keine Quarter, sondern hauptsächlich nur so Street Obstacles, kann man es trotzdem machen. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, natürlich, ihr wisst ja, was zu tun ist. Klickt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Like das Video und ich würde sagen, will noch irgendwas sagen. Bin ich dumm? Ich bin allein hier. Peace, Leute.